und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Adventskalender-Unboxing. Ich habe einen neuen Adventskalender da und ich habe mir gedacht, die stelle ich für meinen Mann. Ich muss jetzt leise reden, weil ich habe gerade die Kamera eingestellt und ist gerade raus. Und zwar habe ich den Bodyfee Adventskalender bestellt. Der ist so schön, seht euch den mal an. Und er liebt ja Baden und dann habe ich mir gedacht, Bodyfee Adventskalender ist voll was für ihn. Und dann habe ich eben gesehen, dass der neu ist bei der lieben Chiquitas Place. Die hat das auf Instagram gepostet, also danke an dich. Sonst hätte ich den alten gekauft. Aber die haben jetzt einen neuen und den werden wir natürlich trotzdem auch miteinander auspacken. Der ist aber für meinen Mann dieses Mal. So, also wie gesagt, die Aufmachung, die ist wirklich mega schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da stehen auch Zahlen hier draußen drauf. Das ist halt so eine kleine Schachtel mit einer total süßen kleinen Schleife hier drauf und Sternzeichen. Und eben noch so einen Plastikschutz, dass die Box nicht auseinandergehen kann. Ja, und da gucken wir jetzt rein. Wenn wir aufmachen, geht das auf jeden Fall schon mal so ein bisschen auf. Ich hoffe, ich bekomme das nachher wieder rein. Und da ist auf jeden Fall schon mal das Adventskalender-Handbuch. Genau, da steht alles drin. Das nehme ich mir gleich und lese dann raus. Und dann gucke ich, dass ich eins nach dem anderen raussuche. Ich denke, ich nehme jetzt die obere Schicht mal runter und stelle die hier hin. Aber dann tue ich mich leichter. Hier haben wir die 1, etwas Kleines Süßes. Und hier ist drin. Da steht dazu auch, glaube ich, nichts drauf. Nein. Oder hier? Nö, auch nicht. Ein kleines Herzchen fängt ja schon mal gut an. Och, und das sieht ja süß aus. Und riecht auch wahnsinnig gut. Da ist auch so eine kleine, ich glaube, Himbeere soll das sein drin. Einmal ein Cremebad. Da würde sich freuen, weil er ein bisschen oft, also ab und zu Probleme hat, dass ihm die Haut ein bisschen juckt, weil er so trockene Haut hat. Cremebad, Bodypraline. Verwandle dein Vollbad in eine verführerische, pflegende Oase. Gib eines aufgezählten Produkte in das bereits einfließende, warme Wasser und lasse diese vollständig auflösen. Deine Haut wird mit erlesenen Ölen und Extrakten gepflegt und mit Feuchtigkeit versorgt. Und es sind mehrere Zahlen, dieses Cremebad, das lese ich jetzt vor. Da kommen aber noch andere Cremebäder, da steht dasselbe dran, das werde ich nicht vorlesen. Ach, steht sogar hier, Bodypraline Amarena Kiss, sehr schön. Und dann die Nummer 2, die ist gleich hier. Ach, hier habe ich ein Döschen drin, ein kleines. Und das wird er wahrscheinlich mir geben, denke ich mal. Lip Scrub Vanilla Kiss. Muss ich auch reinduften jetzt. Ach, riecht das gut. Vielleicht werde ich es auch selber verwenden, ich weiß nicht. Mal gucken, tausche ich für ihn. Kriegt er was aus meinen Kalendern. Und zwar Lip Scrub, die Lippen zunächst mit klarem Wasser anfeuchten, danach eine kleine Menge des Peelings auf die Lippenoberfläche auftragen und mit dem Fingerspitzen sanft einmassieren. Die Reste können je nach Belieben mit Wasser ausgespült oder mit einem angefeuchteten Wattepad entfernt werden. Ja, vielleicht tue ich da auch dann was anderes rein, so eine kleine Bodytap oder so, dass ich das vielleicht auswechsle, das weiß ich noch nicht, wenn jetzt irgendwelche Sachen nicht so für meinen Mann sind. Aber da gucke ich. An sich finde ich es mega schön. Eigentlich verwendet mein Mann alles, deswegen glaube ich, ist da auch kein Problem. Da ist wieder was im Papier. Gesichtsseife Pink Cream. Das wäre auch wieder meins. Sieht aus wie eine Waffel. Ach, wie cool. Das wird voll meins. Das ist auch mega süß. Wir lesen, was hier drin steht. Gesichtsseife. Unsere milde Gesichtsseife reinigt deine Gesichtshaut auf eine extra sanfte, natürliche Art. Ganz ohne jegliche Schadstoffe. Feuchte die Seife mit Wasser an und schäume sie in den Händen auf. Verteile den reinigenden Schaum im Gesicht und spüle ihn anschließend mit lauwarmem Wasser ab. Sieht sehr schön. Kann man auf jeden Fall auch brauchen. Dann haben wir die 4. Da muss man echt ein bisschen suchen hier drin. Hier ist die 4. Da haben wir drin. Fußbody Perli Minty Melon. Okay, eine Perle ist das jetzt zwar nicht, aber es sieht auch mega schön aus. Das erinnert mich irgendwie an Früchtetee. Das riecht ein bisschen wie Früchtetee. Es riecht tatsächlich wie der Eistee von dieser Kühl- und Leckertee. So riecht es, würde ich jetzt sagen. Minty Melon kann man jetzt wieder drüber streiten. Winterduft passt jetzt eher nicht so, aber ich finde, der riecht echt gut. Und das ist eine Fußbadeperle. Befülle ein Gefäß mit Wasser. Gib die Fußbadeperle hinzu. Lege deine Füße in das Fußbad und genieße die pflegende Wirkung von Kakaobutter und Kokosöl. Mega schön. Einmal die 4. Dann haben wir die 5. Hier ist die 5. Hier haben wir... das riecht schon sehr stark. Lip Balm Kokos. Dann ist das doch nicht das, was so riecht. Das riecht nämlich irgendwie... Irgendwas riecht da. Einmal ein Lip Balm. Sieht auch mega gut aus auf jeden Fall. Und Kokos. Finde ich passt immer zu Weihnachten. Lip Balsam. Passend zum Lip Scrub unterstützt der Lip Balsam den natürlichen Erhalt der Feuchtigkeitsbalance deiner Lippen. Je nach Bedarf kannst du den Lippenbalsam mehrmals täglich auftragen. Ich finde die kleinen Döschen auch mega, die werde ich auf jeden Fall aufheben. Und dann kommen wir zum Nikolaus. Hoffentlich was Tolles. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großes Schächtelchen. Und da gucken wir jetzt rein. Bodypraline Winterwonne. Schön. Oh, ist die schön. Und voll nach Zimt. Ich glaube, die muss ich meinem Mann dann abschwatzen. Oh, ich liebe den Duft. Oh, die ist mega. Bis jetzt mein Favorit, muss ich ehrlich zugeben, bis jetzt.
mein Favorit. Mit kleinen Glitzerperlchen sogar drauf. Mega schön. Und zwar steht da dasselbe wie bei der Nummer 1, ist das ein Cremebad, Nummer 6. Und zwar dieses Mal eine Bodypraline, genau, das ist die Bodypraline. Oder war das eine Praline? Das könnte auch ein Bodycupcake sein, ist da drauf gestanden? Nein, Bodypraline, ist eine Bodypraline, okay. Eine wunderschöne Bodypraline, gefällt mir mega gut. Dann die 7, die ist gleich hier vorne. Wieder was im Papier, also wieder irgendwas zum Baden logischerweise. Das sieht ja cool aus. Das sieht echt cool aus. Riecht nach Zitrone. Ich liebe Zitronenduft. Ja, ist wie gesagt wahrscheinlich wieder nichts für den Winter. Da wäre jetzt Orange wahrscheinlich besser gewesen. Aber ich finde den Duft trotzdem mega. Und zwar ist das eine Handseife Lemongrass. Ihr merkt es, ich bin schon begeistert. Viel braucht der eigentlich nicht mehr tun, der Adventskalender. Und zwar eine Handseife, liebevoll in Handarbeit hergestellt, unterscheidet sie sich unsere Seife von Massenproduktion. Schon beim Waschen werden deine Hände gepflegt und der Feuchtigkeitsverlust der Haut wird verhindert. Feuchte deine Hände mit lauwarmem Wasser an und reibe die Seife leicht zwischen den Handflächen. Da gibt es auch noch 3 von denen, da werde ich das dann auch noch nicht nochmal vorlesen. Genau, dann haben wir die Nummer 8. Wo war die Nummer 8? Gesehen habe ich sie schon. Die Nummer 8, ein rosanes Päckchen. Auch wieder ein Papierverpackung. Feste Duschpflege Granatapfel. Sowas verwendet er tatsächlich gerne. Er verwendet jetzt mittlerweile meine ganzen festen Seifen. Und es sieht auch. Oh, toller Duft. Eigentlich habe ich es ja nicht so mit Granatapfelduft, aber der ist echt gut. Da würde sich freuen. Das weiß ich jetzt schon. Sieht aus wie ein Oster ein bisschen. Das war jetzt die 8. Das ist nochmal extra. Feste Duschpflege. Die praktisch feste Duschpflege beinhaltet eine hochwertige Komposition aus Aloe Vera, Sheabutter, Kakaopulver, Butter und Mandelöl. Sie macht deine Haut streichelzart und geschmeidig. Verteile die angefeuchtete feste Pflege sanft auf deiner Haut, bis ein leichter Cremeschaum entsteht. Anschließend einfach an eine Kordel aufhängen und trocknen lassen. Da war aber keine Kordel. Da war jetzt aber komischerweise keine Kordel dran. Vielleicht ist das dann bei den größeren so. Ich weiß es nicht. Doof. Die Kordel wäre schon cool gewesen. So, dann haben wir die 9. Ein größerer Würfel wieder. Vielleicht wieder eine Bodypraline. Ein Bodywürfel Orange. Sieht auch so schön aus. Oh, wenn es nicht so gut duften würde. Der ist ja auch mega. Ich glaube, ich muss meinen Mann ein bisschen mehr aufschwatzen. Sage ich, den teilen wir uns. Den und einen anderen Kalender. Und das hebe ich mir dann auf. Genau, die 9. Ist hier vorne, es ist wieder ein Cremebad und dieses Mal der Bodywürfel. Dann haben wir die 10. Ein rosanes wieder was im Papier auf jeden Fall. Und zwar ein festes Peeling in Mohn. Ach, das ist auch cool. Ach, sogar mit so einem kleinen, mit so Noppen dran. Ist ja mega. Riecht auch wieder. Ach, mega gut. Ein bisschen fruchtig, wieder ein bisschen nach Granatapfel, finde ich. Und ich finde es halt süß, weil die Sachen klein sind und weil man sich ein bisschen durchtesten kann. Genau, das war jetzt die 10. Festes Peeling. Einfach in den feuchten Händen aufschäumen und sanft auf der nassen Haut einmassieren. Anschließend mit Wasser abspülen. Genieße dabei den leichten cremigen Schaum aus Mandelöl, Kokosöl, Shea und Kakaobutter. Der süße Duft von Kokos und Vanille beflügelt deine Sinne und rundet das 3-in-1 Peeling-Programm perfekt ab. Sehr schön. Hört sich echt gut an. So, dann brauchen wir die 11. Die ist gleich daneben. Etwas Blaues, sehr voll auf jeden Fall, aber auch wieder was im Papier. Auch sehr voll. Und zwar eine Handseife Eiskristall. Bin ich jetzt gespannt. Okay, also an Eiskristall erinnert mich das jetzt nicht. Aber ein süßer Tannenbaum ist es auf jeden Fall. Das sieht auch mega süß aus. Und duftet, glaube ich, auch so ein bisschen nach Zitrone, habe ich das Gefühl. Ja, ich müsste jetzt auf jeden Fall zwischendurch mal am Kaffee riechen, dass ich meinen Duft meine Nase neutralisieren kann. Aber ich habe natürlich wieder nicht dran gedacht. Logisch. So, die 11 haben wir die extra. Ja, nein, das ist wieder eine Handseife. Ganz normale Handseife. Steht jetzt das gleiche da wie bei der ersten Handseife. So, dann brauchen wir die 12, die Hälfte. Haben wir noch fast nichts genommen? Ein Döschen. Und zwar eine Deo-Creme-Blütensaat. Interessante Konsistenz auf jeden Fall. Das klebt auch so ein bisschen am Deckelfest, riecht aber echt so ein bisschen blumig frisch. Also dezent. Nicht schlimm. Also nicht sehr, sehr stark, aber dezent. Der Duft ist echt nicht schlecht. Also wenn das mein Mann nicht verwendet, wird sich verwendet. Deo-Creme. Eine kleine Menge in die frisch gereinigte Achsel auftragen und kurz einmassieren, bis der weiße Schleier verschwunden ist. Unsere Deos sind eine gesunde Alternative. Unangenehme Gerüche ganz natürlich zu verhindern. Wenn das funktioniert, auf jeden Fall nicht schlecht. So, das war die 12, dann brauchen wir die 13, die hatte ich auch schon irgendwo. Die glaube ich hatte ich hier. Oder haben wir hier jetzt alles 13? Ich habe doch gewusst, die ist hier. Wieder was im Papier. Und zwar fester Hair-Conditioner Sandborn. Ah, der ist tatsächlich eingepackt. Ich finde es gut, dass nicht alles eingepackt ist, aber da ist wahrscheinlich das Problem, dass der sonst sehr, sehr schnell schmilzt. Deswegen wird er wahrscheinlich hier drin sein, deswegen finde ich das nicht schlimm.
Fester Haarconditioner. Den festen Conditioner anfeuchten, kurz zwischen den Handflächen reiben. Danach in die gewaschenen Haarlängen einmassieren und eine Minute einwirken lassen. Anschließend sorgfältig wieder ausspülen. Die Haare werden weich, gut kämmbar und erhalten einen gesunden Glanz. Einen festen Haarconditioner, den wir ein bisschen sicher verwenden. Ich kenne meinen Mann. Dann haben wir die 14. Hier ist die 14. Was so orange ist und wieder was im Papier. Und zwar Handseife Winterzeit. Das ist wieder eine Handseife, das heißt, das brauche ich nicht vorlesen. Das gleiche wie bei den ersten zwei. Und das ist dieses Mal. Sieht auch wieder mega schön aus, mit so einem Muster drin. Ich weiß nicht, da ist irgendwas dazwischen. Es riecht nach Lebkuchen und nach irgendwas stark Würzigem. Das ist jetzt nicht so meins tatsächlich. Das Lebkuchen schon. Aber da ist irgendwas dazwischen. Das ist ein bisschen. Ist nicht so meins. Aber gut, mein Mann wird es auf jeden Fall verwenden. Dann haben wir die 15, die ist gleich daneben. Ein Döschen, glaube ich. Und zwar eine Handcreme Lovely Rose. Ach, süß. Ja, riecht dezent nach Rose. Riecht echt dezent nach Rose. Gefällt mir. Ja, muss ich mal gucken, ob die mein Mann verwendet. Wenn nicht, dann werde ich die verwenden. Aber Rose, die riecht ja immer ein bisschen so nach Omi. Weiß ich nicht, ob er die verwendet. Handcreme. Unsere Handcreme pflegt und schützt die von Kälte beanspruchten Hände. Gib eine haselnussgroße Menge in die Hände und erwärme diese mit der eigenen Körperwärme zwischen den Handflächen. Massiere die Creme anschließend mit kleinen kreisenden Bewegungen vom Handrücken bis zu den Fingerspitzen ein. Sehr, sehr cool. Einmal die 15. Dann brauchen wir die 16. Jetzt geht's schneller voran. Ja, gleich dahinter. Einmal die 16, ich glaube, da ist wieder ein Döschen drin. Handnagelbalm Softly Grape. Ja, okay, das ist ja jetzt natürlich doof, dass ich die Handcreme und die Hand- und Nagelcreme gleich nacheinander mache. Das finde ich müsste nicht sein. Riecht mega. Der Duft ist mega, der erinnert mich an Fruchtzwerg. Der riecht voll nach Fruchtzwerg. Hand- und Nagelbalsam. Unsere Hand- und Nagelbalsam duftet nach frischen Orangen und spendet gleichzeitig eine gute Portion Feuchtigkeit. Bei regelmäßiger Anwendung sorgt er trotz häufigen Händewaschen oder regelmäßigen Desinfizieren für schöne Hände und gesunde Fingernägel. Einfach nach dem Händewaschen wie gewohnt eincremen und ebenmäßig auf den Händen und Fingerspitzen verteilen. Aber das ist ja gar nicht Orange, weil da so steht, es riecht nach Orange, aber das ist Grape, also das ist Weintraube. Und es riecht auch nach Weintraube. Egal, auf jeden Fall riecht es gut. Dann haben wir die 17, die ist gleich hier drunten. Ich glaube wieder eine Dose. Sehr viele Dosen jetzt zum Schluss. Fußcreme Pretty Feet Minty Melon. Die riecht bestimmt auch toll. Also ich finde, ich rieche ein bisschen Melone, aber von der Minze merke ich jetzt irgendwie nicht viel. Eincremend, also pflegend ist sie auf jeden Fall. Ist nicht schlimm, dann riecht sie auch noch Melone. Fußcreme. Deine Füße freuen sich über eine extra Portion Pflege und Feuchtigkeit. Durch eine Kombination aus zarten Aloe Vera, reichhaltiger Shea Butter sowie feinen Mandel- und Kokosöl verteile die Fußcreme sanft auf deiner Haut. Auf besonders trockenen Stellen gerne ein wenig mehr. Die Fußcreme zieht schnell ein und eignet sich für die tägliche Anwendung. Ja, wie gesagt, wenn es mein Mann nicht verwendet, dann werde ich es auf jeden Fall nicht verwenden. Und so läuft es mit allem. Auf jeden Fall mega schön cremig. Fliegend. Ein bisschen das ganze Zeug rausgedrückt hier. Auch handpflegend, wenn es ist. So, dann haben wir die 18. Die 18, die hatten wir hier, genau. Wieder was im Papier. Und zwar die Handseife Zimtzauber. Okay, das sieht jetzt nicht wahnsinnig besonders aus, einfach nur weiß mit ein bisschen Mohn drin. Aber riechen tut er dafür gut. Ich liebe einfach alles mit Zimt. Der riecht jetzt nur nach Lebkuchen, ohne diesen komischen Nachduft. Das gefällt mir besser. Und das ist meins. Das ist voll meins. Genau, Handseife, wie gesagt, habe ich euch nicht vorlesen, habe ich am Anfang gemacht. 18, dann die 19, die war glaube ich hier. Hier war sie. Wieder was im Papier. Und zwar feste Shampoo Pampelmuse. Sieht aus wie die anderen, nur dieses Mal viereckig. Oh, auch ein toller Duft. Zitrisch auf jeden Fall. Fällt mir auch wieder sehr gut. Also die haben echt coole Düfte. Es ist zwar jetzt, wie gesagt, nicht alles Winterduft. Ich weiß nicht, wie viele Düfte die haben, deswegen kann ich mich da jetzt nicht beschweren. Ich glaube, dass die gar nicht so viele Winterdüfte haben. Aber zum Beispiel im The Body Shop Adventskalender hatten wir ja keinen einzigen Weihnachtsduft. Und da sind auf jeden Fall viele Weihnachtsdüfte drin. Nicht alles, aber viele. Und das finde ich toll. Genau. 19. Festes Shampoo. Das feste Shampoo zwischen den Händen aufschäumen und dann in das nasse Haar einmassieren. Anschließend gründlich ausspülen. Je nach Wunsch kannst du nach der Haarwäsche noch unseren festen Conditioner nutzen. Passend. Dann die 20. Eine Dose auf jeden Fall wieder. Und zwar Körperjoghurt Fresh Silky Cotton. Hört sich auch toll an. Drückt es auch leider ein bisschen raus. Na, da könnten sie noch gucken, dass sie das außen ein bisschen sauberer verschließen. Das ist wahrscheinlich schwierig mit den kleinen Döschen, aber es wäre natürlich schön. Aber da verwende ich so. Riecht auf jeden Fall sehr gut.
Sehr gut, riecht auf jeden Fall sehr gut. Bodyjoghurt, trage den Bodyjoghurt mit den Fingern auf und arbeite ihn mit den Handflächen ein. Gut in die Haut ein. Der Geruch nach süßen Trauben belebt deine Sinne und schenkt dir ein wunderbar zartes Hautgefühl. Aloe Vera und Mandelöl verbinden deine Haut und spenden ihr Raum und halten Feuchtigkeit. Traube habe ich jetzt da, ja, vielleicht ganz dezent nicht mehr so. Aber finde ich auch toll. Dann haben wir die 21, ist auch wieder ein größeres, ist hier. Aber wieder was im Papier, vielleicht eine Badepraline oder sowas. Nein, eine Badetrüffel und zwar Sternentanz. Muss ich aufpassen, weil da so kleine Kügelchen mit dabei sind. Oh, das sieht mega schön aus. Der riecht jetzt ein bisschen frischer. Nicht so schwer, ein bisschen frischer. Sehr schön. Und sehr schön gestaltet. Ich bin gespannt, ob ich die Badeperlen, also diese goldenen Perlen, dann auch auflösen. Würde mich mega interessieren. Werde ich dann auf jeden Fall erfahren. Eine schöne 21. Hoffentlich geht es so weiter. Dann die 22. Was ist die 22? Etwas Kleines, wieder im Papier. Und zwar ein Stückchen geschnittene Badeschokolade. Tatsächlich. Riecht jetzt aber nicht stark nach Schokolade. Am liebsten würde ich jetzt dran schmecken. Macht aber keinen Sinn. Eine kleine Badeschokolade, auch sehr schön. Würde ich halt feiern, wenn es dann tatsächlich nach Schokolade riechen würde. 22 haben wir. Wahrscheinlich auch nicht extra, genau, die steht hier, Bordeschokolade. Und dann haben wir die 23, die ist hier, da bin ich gespannt. Steht aber tatsächlich schon hier drauf, mehr Badesalz Granat. Ein bisschen fester auf jeden Fall, kann man aber lösen. Ja, da riecht man jetzt nicht viel, ich werde es aber zulassen, nicht, dass da irgendwie was das Schimmeln anfangen kann. Fruchtig finde ich, riecht das raus. Cool, wusste ich gar nicht, dass sie sowas aufbauen. Ich hätte gedacht, die haben da so Badepralinen und so weiter. Die wird wahrscheinlich extra stehen. Mehr Badesalz, mit einem Hauch von Luxus wird deine Haut mit natürlichen Meersalzkristallen und Spurenelemente verwöhnt. Während wertvolles Mandelöl ist sie wunderbar geschmeidig macht, füge dein einfließendes Badewasser 4-6 Esslöffel mehr Badesalz hinzu und genieße dein Bad von Kopf bis Fuß. Ja, 5-6 Esslöffel, also wird das, denke ich mal, eine Anwendung sein. Ja, toll. Und jetzt hoffentlich eine tolle 24. Das ist das Größte auf jeden Fall. Ne, mit der 6. 6 ist genauso groß. Also, wieder was im Papier. Ich denke mal, es wird wieder was zum Baden sein. Genau die falsche Seite geöffnet. Und zwar haben wir einen Body Cupcake. Super süß mit so einem Blättchen hier drauf. Mega schön verziert. Ich finde das auch toll, dass die wirklich so eingepackt sind. Das riecht wirklich mega gut. Also das riecht am meisten nach Weihnachten. Riecht ein bisschen wie die 6. Die 6 hat genauso gerochen. Genau, und dieses Mal ist es ein Body Cupcake. Mega. Also für die 24 toll. Für die 24 echt toll, ja. Und das war es schon wieder. Leider. Aber es war toll. Es war echt toll. Wo ist die 24? Ist die 24? Muss ich auch noch so reintun. Das sage ich zum Adventskalender. Also, ich finde, er ist toll. Ich habe ihn letztes Jahr schon gesehen bei der lieben Chiquita und da habe ich mir schon gedacht, ja, der war schon toll und der ist auch gar nicht so teuer. Ich blende euch den Preis hier unten ein. Ich finde den echt in Ordnung vom Preis. Wenn man jetzt sieht, was man da alles dafür bekommt, also das reicht schon. Das reicht ja für einiges. Viele Badesachen, aber trotzdem auch andere Sachen, also Badefee, da geht man ja davon aus, man bekommt nur Sachen zum Baden. Ich wollte halt so einen Bade-Adventskalender für meinen Mann, weil er da am meisten damit anfangen kann. Außer ist vielleicht noch. Aber ich fand den einfach mega schön und habe mir gedacht, den hole ich jetzt, den unboxe ich mit euch und dann wird ihn auf jeden Fall mein Mann zu Weihnachten bekommen. Also ich kann ihn empfehlen für den Preis, auf jeden Fall finde ich wert. Ich kann nicht sagen, wie die Produkte sind. Ich habe bisher vom Badefee nichts verwendet, aber das werden wir jetzt auf jeden Fall ändern. Wenn er gut ist, wird er auf jeden Fall nächstes Jahr wieder gekauft. Und dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst mir auf jeden Fall in den Kommentar da, wie euch der Kalender gefallen hat und wie ihr ihn preislich findet. Würdet ihr ihn kaufen oder nicht? Würde mich sehr interessieren. Und natürlich könnt ihr mir auch kostenlos ein Abo da lassen, dann verpasst ihr kein Video mehr. Es sind auch wieder neue Gewinnspiele online. Die sind auf jeden Fall alle oben verlinkt und es kommen die nächsten Wochen auch welche online. Deswegen bleibt auf jeden Fall gespannt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!